So ein mächtiger Gegenstand, der darf nicht einfach im Inventar versauern. So, als nächstes gucken wir uns in Windholm. Wir können nicht nach Windholm reisen. Naja, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal Kayavu an. Wir werden ihn umskillen. Oh nein! So, wir geben ihm alles in Willenskraft, was irgendwie geht. Ah ne, Willenskraft war falsch. Geschicklichkeit brauchen wir. Konstitution natürlich. Das könnte so schon ganz gut sein. Jetzt wollen wir hier nochmal gucken. Also was für Fähigkeiten geben wir ihm? Wir geben ihm das auf jeden Fall einmal. Diese Verwandlung lassen wir jetzt außen vor, weil ganz ehrlich, das ist Quark. Intelligenz könnten wir... Warte mal, wir können Intelligenz mehr gebrauchen. So. Lebensblüte wirft einen Strahl heilender Energie auf ein verbündetes Ziel. Zusätzliches Ziel. Und dann haben wir noch, der auf weitere Verbündete umspringt. Das ist gut. So, dann haben wir Blitz. Schleudert einen Blitz auf euer Ziel, der auf weitere Ziele überspringt und Schaden zufügt. Verfügt über die geringe Chance, Ziele zu betäuben. So, dann machen wir... Wut der Erde, Felsspitzen ist stark. Ruft die Macht der Erde, aber dafür brauchen wir Stärke, das ist nicht gut. Willenskraft, Konstitution, was brauchen wir hier für Intelligenz? Das wiederum geht. Zerreißt den Boden im Zielgebiet und erzeugt eine Spalte, die Lava ausspeit und kontinuierlich Gebäuden und Feinden in der Nähe Schaden zufügt. Wirkungsbereich wird größer. Und noch größer. Das finde ich gut. Genau wie der Blitz. Finde ich auch gut. Hier. Müsste man überlegen, ob man in Richtung Hierophant geht. Da kann er nämlich noch ein bisschen besser heilen. Hier bekommen wir bessere Resistenzen. Das habe ich nie eingesetzt. Ich glaube, das brauche ich nicht. Hierophant. Fokusregeneration ist gut, genauso wie das alle Fertigkeiten weniger kosten. Wir machen das jetzt einfach mal so. Und schauen uns dann mal an, ob Kayavu was kann oder nicht. Wir geben ihm jetzt diese Dolche hier. Sieht ja schon ein bisschen witzig aus. Wir können ihm die Rüstung des Zorns geben, denn er kann jetzt General Norias Rüstung nicht mehr tragen. Und den Oblitenstolz kann er leider auch nicht tragen. Kann er echt nicht tragen, oder? Was fehlt ihm für den Oblitenstolz? Konstitution. Mächtig Konstitution. Dann geben wir ihm erstmal was anderes. Und dann gucken wir später einfach nochmal, ob wir... Norcanes Auge. Geben wir ihm erstmal Norcanes Auge. Wow. Sieht auch cool aus. Was bringt dieser Krabbenmisttrank? Soll Eref den mal trinken? Ich werde einmal speichern und dann wird Eref den trinken. Ich kann ihn nicht trinken. Doch. Muss ihn... Vielleicht kann ich das einfach nur nicht in dem Modus hier. So. Wir gehen als erstes, bevor wir zu... den Windholmer Kavernen gehen und den
Kampf gegen Arrakis entscheiden, gehen wir zu den Windfaller Höhlen. Denn da bin ich besonders gespannt drauf. Und wir nehmen unseren neuen Kayavo mit. Auf dem Weg zu der Höhle, in der ihr den Mann aus Imperia treffen sollt, werden eure Albträume so schlimm wie nie zuvor. Am Abend vor der Ankunft versucht ihr gar nicht erst Schlaf zu finden, sondern wandert am Ufer des nahen Sees entlang. Die Sonne hat sich schon halb über den Horizont erhoben, als ihr zurückkommt, und erfüllt das Lager mit rötlichem Licht von der Farbe verbrannter Haut. Eure Soldaten wird euch klar, als die Wache euch mit einem müden Nicken begrüßt. Sie vertrauen euch. Nun denn, laut dem Botschafter sollte der Imperier tiefer in der Höhle auf uns warten. Ich habe immer noch ein mieses Gefühl bei der Sache. Es wird schon gut gehen. Außerdem sind Raulkin und einige seiner Leute da, falls die Sache eskalieren sollte. Er sollte eigentlich direkt voraus sein. Gehen wir zum Treffen. Reise zum Versteck des empirischen Mannes. Ja, bevor wir das jetzt tun können, ich werde mal bei Kayavu diese beiden Fähigkeiten hauptsächlich reinnehmen und dann Wut der Erde, große Erdspalte, Segnung, gerechter Auftrag. Ja, okay, machen wir das mal so. Die anderen Fähigkeiten sind gerade... Das ist gerade ein wenig verwirrend alles. Das ist wirklich sehr verwirrend, aber gut. Wo haben wir Kayavu da? Wut der Erde. So. Schauen wir uns das Ganze hier mal genauer an. Wer ist der Mann aus Imperia? Da ist Feldwebel Raulkin, aber erstmal haben wir hier noch was zu erledigen. Können wir nicht ganz einfach. Warum können wir denn hier das Ding nicht benutzen? Hä? Ja, warum kann ich es denn nicht benutzen? Geht doch. Ah ja. Das ist er. Der Bandit, nach dem Sie suchen. Der Bandit, nach dem wir suchen. Boom. Warum kann ich keine Fähigkeiten einsetzen? Jetzt. Tötet ihn. Irgendwie haben die mich alle... Ja? Hilf mir jemand! Ich kann keine Fähigkeiten einsetzen, das nervt. Jetzt. Blitz, Kayavu. Jetzt gilt es. Bleib nah bei mir. Oh Gott, das auch noch. Hoffentlich gute Nachricht. Okay, dieser Elendsstab, der ist schon ziemlich stark. Und dieser Blitz ist auch ziemlich stark. Und jetzt machen wir mal die große Erdspalte. Okay, seine Survivability ist immer noch nicht die größte bei Kayavu. Vielleicht aber, wenn er mehr Konstitution hätte und eine bessere Rüstung tragen könnte. Zum Beispiel die von General Noria. Ansonsten ist das schon voll okay. Also die Zauber, die er jetzt hat, sind definitiv stärker, weil das einfach Zauber sind, die ich benutzen kann. So. Weiter so. Ich bin sehr gespannt, wer das sein soll hier vorne. Wer könnte der empirische Mann sein? Was ist das? Drachenknochenschild. Okay. Katras wird sich freuen. Raulkin. General, gut euch zu sehen. Raulkin,
Wie ist die Lage? Nun, der Imperier ist da, zusammen mit 2 Dutzend seiner Söldner. Ich schlage Folgendes vor. Ihr geht voraus und redet mit ihm. Und wir haben aus der Entfernung ein Auge auf euch. Bei dem ersten Zeichen, dass etwas schiefläuft, greifen wir ein. Gut. Ja, das klingt nach einem Plan. Bleibt dann besser aufmerksam. Werden wir. Ihr habt immer noch keine Ahnung, wer der Mann ist? Nein, kein bisschen. Na dann, möge Nidhalf euer Schwert leiten. Wir haben ein Auge auf euch. Ich denke, es ist safe to say, dass der empirische Mann etwas mit Erefs Vergangenheit zu tun hat und vielleicht sogar Schlüssel dessen ist, herauszufinden, wovor Eref sich so fürchtet, woran sie sich nicht mehr erinnert. Das könnte zusammenhängen. Es müsste zusammenhängen. Und ich bin gespannt, ob dem so sein wird. Wer ist dieser empirische Mann? Ist es vielleicht sogar der Sohn der Frau? Dieser Lichtgestalt? Sicherlich. Banditenschläger. Okay, das klingt schon mal nicht gut. Interessant. Die großen Adelshäuser, besungen vom größten Barden. General Eref, wie lange ist es her? Oh. Bei den Wächtern. Kiran? Ihr kennt ihn. Er hat in Imperia in meiner Einheit gedient. Ihr führt die Söldner an? Sonst wäre ich wohl kaum hier, oder? Aber das macht keinen Sinn. Ihr seid... Tot? Nein, General, ich bin ausgesprochen lebendig. Sieht aus, als wäre es für euch seit der Heimkehr bergauf gegangen, was? General der Wolfsgarde, welche Ehre. Was wollt ihr von uns? Von euch? Nichts. Ich bin wegen ihr hier. Haltet die Hände so, dass wir sie sehen können. Oha, so loyal. Sind das eure 9 Untergebenen? Wie treu sie doch sind. Ich wette, sie vertrauen euch. Kiran? Wisst ihr, als ich hörte, dass ihre Majestät euch zurück nach Northanda gerufen hat, dachte ich, es wäre, weil sie von euren Taten erfahren hat und ihr dafür hängen würdet. Aber nein, natürlich nicht. Stattdessen verleiht sie euch den Rang des Generals der Wolfsgarde. Sie hätte genauso gut auf das Grab meiner Mutter spucken können. Sie hat euch ihr Leben anvertraut, wisst ihr? Das haben wir alle. Ich kann mich nicht erinnern, was an diesem Tag geschehen ist. Ja, das ist auch so. Kiran, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich erinnere mich an nichts von diesem Tag. Es ist einfach fort. Wie praktisch. Aber selbst wenn das keine Lüge wäre, welchen Unterschied macht das? Mein Heim ist fort. Meine Kameraden sind tot. Meine Mutter ist tot. Und nichts davon, gar nichts davon wäre geschehen, wenn ihr nicht mit unserem Leben gespielt hättet, wie mit ein paar verfluchten Figuren auf einem Schachbrett. Hört zu. Ich habe es euch doch schon gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Und ich kaufe euch das nicht ab. Ihr verbreitet nichts als Lügen, wie ihr schon millionenfach bewiesen habt. Bei den Wächtern. Denkt ihr wirklich, ihr würdet ungestraft davonkommen? Einfach weggehen und allen sagen, dass ihr euch nicht erinnert? Nein, Eref. Ihr werdet für eure Taten bezahlen und deswegen bin ich hier. Ihr habt 2 Optionen. Die eine wäre, mit mir zu kommen, dann muss niemand sonst sterben. Die andere wäre, dass meine Leute dieses ganze verdammte Land in Brand stecken. Was? Oh Mann. Ja, es ist tatsächlich. Ich hatte ja irgendwie die Vermutung, aber dass er auch einer der Verdorbenen sein soll? Wow. Glaubt ihr wirklich, dass das funktionieren wird? Die Wolfsgarde wartet direkt vor dieser Höhle und ist bereit, eure Söldner anzugreifen, wenn mir etwas zustoßen sollte. Was? Denkt ihr, ich hätte sie alle da draußen stationiert, wo ihr sie wie Mäuse in die Falle treiben könnt? Ich habe 3 Divisionen, die über ganz Northanda verteilt sind. Vertraut mir, Eref. Wenn ich den entsprechenden Befehl gebe oder diese Höhle nicht lebendig verlasse, wird es eine Menge Schaden geben, bevor ihn jemand eindämmen kann. So viele Dörfer, so viele Bauernhöfe, so viele Unschuldige. Wollt ihr wirklich all dieses Blut an euren Händen kleben haben, Eref? Einfach nur, weil ihr zu feige wart, euch dem zu stellen, was ihr getan habt? Und willst du all das Blut dieser Unschuldigen an den Händen kleben haben, wo du dich doch gerade für die Unschuldigen offensichtlich stark machst? Oder trägst du auch nur eine Doppelmoral in dir? Denkt ihr, dass die Leute, die an diesem Tag gestorben sind, es gutheißen würden, wenn ihr mich foltert und tötet? Eure Kameraden? Euer Dorf? Eure Mutter? Sie sind tot, zur Hölle! Alle sind verdammt nochmal tot!
Es ist egal, was sie wollen würden, weil sie fort sind, versteht ihr? Hier geht es darum, dass ihr endlich für eure Sünden büßt. Nichts anderes zählt. Kiran, es tut mir leid. Was auch immer passiert ist, ich hatte die besten Absichten. Reden wir darüber und finden wir ein... Die Zeit für Worte ist vorbei. Wenn es euch leid tut, dann büßt für eure Taten. Akzeptiert eure Strafe. Helft mir dabei, eine Sache zu verstehen. Woher bei allem auf Eo habt ihr das Geld für diese Söldner? Ich habe einen Schatz gefunden. Meint ihr das ernst? Nein, Eref, tue ich nicht. Und ich will verdammt sein, wenn ich euch mehr sage, als ihr unbedingt wissen müsst. Belassen wir es dabei, dass es da draußen Leute gibt, die euch ebenso dringend tot sehen wollen wie ich. Das ist interessant. Ich möchte ihm zeigen, dass wir nicht das Monster sind, für das er mich hält. Und deswegen werden wir nicht provozieren, dass da draußen irgendwelche Unschuldigen sterben, nur weil ich mich nicht gefangen lassen nehmen will. Gut. Wenn es der einzige Weg ist, euch aufzuhalten, komme ich mit euch. Was? Es ist mein Leben gegen das von all den Unschuldigen, die seine Söldner töten werden. Nicht wahr? Ich werde nicht an ihrem Tod schuld sein. Nicht noch einmal. Was für eine Überraschung. Vergiss es. Nicht, solange ich atme. Diese Entscheidung liegt nicht bei dir, Iria. Jetzt schon. Nein. Klingt gut. Geht voran. Shit the fuck. Okay, folgendes. Wir machen einmal das Ding. Einmal das Ding. Einmal das Ding. Dann brauchen wir verflixt viel Heilung. Und... Oh nein. Reit. Sauge ihm Leben aus. Okay, das war wesentlich einfacher, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ja, er hat keine Chance. Rottet die Lebenden aus. Warum kann ich das nicht machen? Warum kann ich das nicht machen? Ich kann es aus irgendeinem Grund nicht machen, aber okay. Geister der Vergangenheit. Nein! Warum habt ihr das getan? Oh, lass mich nachdenken. Weil wir dich verdammt nochmal brauchen? Hör zu, Eref. Hier geht es nicht um deine persönliche seelische Läuterung. Wie kann dir das nicht klar sein? Aber er hatte recht. Aber er hatte recht. Ihr habt recht. Schon gut. Schon gut. Ihr habt recht. Es tut mir leid, Ich konnte nicht klar denken. Tu so etwas einfach nie wieder. Die Frage ist jetzt, was wir mit seinen Söldnern machen. Wenn Kiran nicht lebendig hier rauskommt, werden sie mit ihren Überfällen beginnen. Das wird kein Problem sein? Katras? So heiße ich. Sie hat unseren Bedingungen zugestimmt, Chef. Wunderbar. Also, General, wie sich herausstellt, kenne ich die Anführerin der Söldnertruppe, die euer Freund angeheuert hat. Sie und ich sind alte... Bekannte. Ja. Ich habe, direkt nachdem Ihre Majestät uns von der Gefahr berichtet hatte, Kontakt zu ihr aufgenommen und sie davon überzeugt, dass das Ganze eine verdammt dumme Idee ist. Und ihr angeboten, das Doppelte dessen zu zahlen, was euer Freund hier versprochen hatte. Und siehe da, sie hat zugestimmt. Diese Söldner, die euer netter Freund hier angeheuert hat, werden keinen Finger mehr für ihn rühren. Also ist Nortanda in Sicherheit? Sie werden keine Dörfer angreifen? Das ist korrekt. Alles ist in Butter. Sir Katras Virtat, zu euren Diensten. Bekannte. Du meinst, ihr habt rumgemacht. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr zu den Söldnern Kontakt aufgenommen habt? Weil ihr schon eine Menge hattet, was euch beschäftigt hat. Und ich konnte es nicht riskieren, dass ihr oder die Königin es mir verbietet. Ihr wisst schon, Ehre und all das. Tut mir leid. Na super. Das Doppelte seines Angebots?
Wie wollt ihr dafür bezahlen? Das will ich nicht, aber ich habe den starken Verdacht, dass die Königin das tun will. Ihr hättet mich einweihen sollen, aber es war auch gute Arbeit. Gute Arbeit, Kadras. Danke. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Kehren wir nach Grauschanze zurück. Die Königin wird einen Bericht wollen. Sicher, Chef. Ich werde mich Raulkin und den anderen draußen anschließen. Also, sprechen wir doch das Offensichtliche an, bevor wir gehen, oder? Was meint ihr? Oh, kommt schon, ihr wisst, was ich meine. Der Mann hat ein paar wirklich hässliche Dinge über euch gesagt. Hört zu. Ich habe es euch schon gesagt. Ich kann mich nicht erinnern, was auch immer in dieser Nacht geschehen ist. Ich weiß nicht, ob ich schuld daran bin oder... Ich glaube, das will er gar nicht sagen. Er meint, dass wir weiter hinter dir stehen. Oder, Kadras? Richtig. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt kitschig, aber ihr schaut wie ein trauriger Welpe drein. Und da dachte ich, dass wir es besser sagen sollten. Warum vertraut ihr mir, ohne zu wissen, was geschehen ist? Und wie könnt ihr das so einfach sagen? Verdammt, ich weiß nicht, was geschehen ist. Also was, wenn Kiran recht hatte? Ich kann mich nur daran erinnern, dass es die verfluchten Dämmerschlechter in das Dorf geschafft und jeden umgebracht hatten. Und dass es meine Aufgabe gewesen war, sie zu beschützen. Ich kann nur nicht... General, das ändert nichts. Aber wie? Was, wenn diese Leute wegen mir gestorben sind? Genau wie Kiran gesagt hat. Dann wirst du dich dafür verantworten müssen. Versteh mich nicht falsch. Hier geht es nicht darum, dir Verbrechen zu vergeben, die du in der Vergangenheit vielleicht begangen hast oder vielleicht auch nicht. Dies ist die Gegenwart. Und du hast uns keinen Grund gegeben, an dir als Anführer zu zweifeln. Also ja, es ändert nichts. Wir stehen hinter dir, selbst wenn es wahr ist, was der Mann gesagt hat. Genau. Etwas dramatisch vielleicht, aber passt. Puh. Ich werde euch nicht enttäuschen. Gut. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und das läuft ganz gut bisher. Schön und überhaupt. Gutes Gespräch. Also, wollen wir jetzt nach Grauschanze zurück? Das ist auch so ein Scheißsatz. Ja, gutes Gespräch. Danke. Ich trinke jetzt weiter meine Müllermilch. Was haben wir denn hier? Holy Elven Halbert. Ja, genau. Das ist genau der Gegenstand, den ich in seinem Besitz erwartet hatte. So. Haben wir hier noch irgendetwas? Irgendetwas, was wir looten können oder so? Ja, das war schon ganz schön dramatisch. Aber ich habe gedacht, dass der irgendwie mit Erefs Vergangenheit zu tun haben wird. Das war irgendwie zu naheliegend, als man auch gehört hat, er kommt aus Empyria und so. Das ist... Joa. Drachenknochenschild ist geil für Kadras. Sehr geil für Kadras. Aber erstmal werden wir jetzt... zurück nach Graufurt kehren. Und mal sehen, was die Königin dazu sagt. Bin echt gespannt, wie sie Kiran das aufnehmen wird. Ist tot. Und mit ihm die letzte Verbindung zum Vorfall in Empyria. Dennoch verlasst ihr Windwall mit einem bleiernen Gewicht auf eurer Brust. Zwei Tage später seid ihr wieder in Grauschanze und lest euch Feldwebel Raulkins neueste Berichte durch. Zwei weitere nordtandische Dörfer wurden ihrer Seelen beraubt. Ein Klopfen an der Tür reißt euch aus euren Gedanken. Rera. Habt ihr einen Moment Zeit, General? Ihr folgt ihr. Soweit, so gut. Es ist Zeit, Ihrer Majestät Bericht zu erstatten. Aber Rera ist gar nicht da. Mit wem habe ich dann geredet? Oh mein Gott. Dieser Mann hat also eine Armee von Söldnern angeheuert und ist den ganzen Weg von Empyria hierher gesegelt, nur um sich an euch zu rächen? Das ist absurd. Er hatte jemanden verloren und hat etwas gesucht, das er für Gerechtigkeit hielt. Unterschätzt nie die Macht der Trauerbotschafter. Was wichtiger ist, dass er sich des Einflusses nicht bewusst war, unter dem er stand. Seid ihr sicher, dass es seine Seele war, die ihr im Gewebe gesehen habt? Er war einer der Verdorbenen? Hundertprozentig. Nun, ich denke, wir werden da auf euer Wort vertrauen müssen, Skadar. Der empirische Mann wurde ausgeschaltet und somit ist auch ein weiterer Verdorbener aus der Gleichung entfernt worden. Ihr habt gute Arbeit geleistet, General. Leider wissen wir immer noch nicht, wo sich der Tempel des Lichts befindet. Also werdet ihr euch zunächst mit Arrakis befassen müssen.
Hagelkorn, weiht General Erev sobald als möglich in die Details der Mission ein. Dieses Konklave ist beendet. Viel Glück, General. Mir ist eine Idee gekommen. Was ist... Ich meine, es wird viel zu sehr betont, ist ja auch wirklich ein Verdorbener gewesen, blablabla, und Reit so 100%. Was ist eigentlich, wenn Reit lügt? Was ist, wenn Reit ganz genau gesehen hat, dass Erev ein Verdorbener ist, aber nicht die Wahrheit erzählt? Könnte das sein? Die Frage ist nur, wie hat er dann von dem empirischen Mann erfahren? Denn er hat ja ihn nur lokalisiert, indem er seine Seele als Verdorbenen erkannt hat. Das ist schon... Es ist schon sehr interessant, finde ich. Sehr, sehr interessant. So, wir haben 50.000 Gold. Wir müssen nochmal irgendwas damit anfangen können. Ja, General? Ja. Danke für das Gespräch. Natürlich. Ja, sehr gutes Gespräch. Erwarte den Sturm. Da haben wir es wieder. Ein gutes Gespräch. Ja. Du kriegst jetzt erstmal hier das Drachenknochenschild. Das ist mal richtig nice. Der Vernichter finde ich auch krass. Igria? Hey, brauchst du etwas? Man sieht sich. Und, du auch. Interessant. Sie haben nicht mehr miteinander zu reden. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal gucken, ob wir ein paar geile Ringe kaufen können. Denn, wie gesagt, einige meiner Charaktere haben einfach... Denen fehlt einfach ein Ring und das geht einfach auf der Stufe nicht mehr. Wir müssen mal, also ich hätte mir gehofft, dass wir noch mehr Tränke der Ertüchtigung irgendwie finden. Damit wir unseren Leuten noch mehr Stats geben können. Denn ich hätte Kayavo gerne mehr Konstitution gegeben. Aber das scheint ja nicht so einfach zu sein. Ich habe eigentlich, also ich war der Meinung, dass ich relativ gut immer darauf gehuckt habe, ob ich jetzt die... Händler alle anquatsche und auch mit dem Ring eben. Ja, ich denke mal, dass die Schmieden, beide Schmiede, uns jeweils noch ein oder vielleicht sogar zwei Sachen schmieden werden. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Hier haben wir auch was Neues. Nichts Neues heute. Ach, doch nicht. So, wir müssen mal eben unseren Händlerring anziehen. Und? Wonach sucht ihr? Ganz ehrlich, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir da auch die ganz dicken Sachen rausholen. Glücksbringer des Jägers kann ich vermutlich auch verkaufen. So, das kann alles weg. Lindwurmhaut. Ich wollte gerade sagen, ich will mich jetzt hier nicht unter Wert verkaufen in irgendeiner Art und Weise. So. Kommt bald wieder. Was können wir bei dir kaufen? Äxte, Dolche, Schwerter. Alles für den wachsamen Abenteurer. Dunkelelfen. Bauernhof-Kostensenkung. Zitadelle-Kostensenkung. Nors-Bote-Kostensenkung. Schreiter und Abscheulichkeit-Kostensenkung. Das ist mal richtig gut. Lord Arandirs Rüstung. Wann haben wir die denn gekriegt? Wo kommt denn jetzt die Rüstung her, verdammt? Wo kommt denn Arandirs Rüstung auf einmal her? Ich fasse es gerade nicht. Kommt wieder und möge Tiara euren Weg segnen. Okay, nur Erev kann sie tragen. Dann muss Erev sie halt nehmen. Dann kann Katras... Nein, dafür fehlt ihm die Konstitution. Das ist doch schon mal wieder scheiße hier. Das ist doch schon mal wieder Gammelitsch. Wir haben niemanden, der die blöde andere Rüstung tragen kann. Das nervt. General Norias Rüstung.
Okay. Hier drüben. Wir haben hier so ein paar Sachen, die wir lernen können. Habe ich schon. Interessant. Aus dem Weg. Wir müssen uns die weiteren Händler ansehen. Was ist mit dem hier? Oder Schriftrollen. Glückwunsch, ihr habt sie gefunden. Ich will geile Sachen haben und nicht diesen Scheiß. Weise Wahl. Ich will fette, geile Ringe haben und nicht diesen Scheiß, verdammt. Rüstungen und Schilde. Alles vom rücksichtslose Tobsucht. Es war mir eine Freude. Kommt wieder. Zur nächsten Mondwende kommen neue Waren. Hier entlang. Ich möchte geile Ringe. Kann ich mit Katras über das reden, was er getan hat? Katras, du Verräter. Nein. General, ihr sucht einen Gesprächspartner. Bis dann. Warum kann ich selbst jetzt noch nicht mit ihm darüber reden? Oder wahrscheinlich kann ich mit ihm darüber reden, aber warte mal. General, ihr sucht einen Gesprächspartner? Wie ist es... Was meint ihr mit Kampfmoral? Die Königin... Aber nicht für euch, oder? Was überspricht... Die feierliche... Wenn ich einen Penny für jedes Mal hätte... Abgemacht. Okay. Bis dann. Nichts Neues. Egal. Bleibt nah bei mir. So, was ist mit dir hier? Du hast nur Scheiße. Irgendwo gab es doch noch richtig geile Ringe. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich werde es herausfinden. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt erstmal und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um Arrakis so langsam. Das wird spannend, denn danach steht noch mindestens der Tempel des Lichts auf der Agenda. Dieses Spiel ist erstaunlich lang, wesentlich länger als ich zuerst annahm, aber das ist umso besser. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.